Grünen Bundessprecherin Eva Klawischnik. Die Bundesgrünen wollen die Einrichtung von Modellregionen für die gemeinsame Schule erleichtern. Erwarten Sie im Nationalrat viel Unterstützung aus den Bänken der Regierung? Ich glaube, dass bei allen Parteien im Moment die Beschwerden von Eltern landen, die jetzt mit dem Semesterzeugnis zittern, ob sie einen oder zwei Zweier bei ihrem Kind im Zeugnis lesen müssen, was unterm Strich bedeutet, dass einige Kinder eben nicht ins Gymnasium gehen dürfen. Also es ist gerade um diese Semesterzeit herum für viele Familien ein Riesenproblem. Schön, dass jetzt Bewegung in die Sache gekommen ist. Wir würden gerne unsere Stimmen zur Verfügung stellen, dass ganze Bundesländer wie Vorarlberg eine Modellregion machen können. Wir sehen in anderen Ländern, dass das sehr gut funktioniert. Diese frühe Trennung der 9,5-Jährigen ist einfach nicht vernünftig. Und hier das Tor weiter aufzumachen, ist unser Ziel für die nächste Nationalratssitzung. In Vorarlberg stehen ja dieses Jahr Landtagswahlen an. Welche Ziele setzen sich da die Grünen? Nachdem wir jetzt in 5 Landesregierungen mit dabei sind, unter anderem jetzt auch Salzburg und Tirol, wäre es aus meiner Sicht sehr, sehr wünschenswert, wenn auch in Vorarlberg Grüne in die Regierung kommen, die ÖVP ihre absolute Mehrheit verliert und mit Johannes Rauch ein sehr erfahrener und sehr konstruktiver Politiker auch Vorarlberg mitgestalten kann. Viele Dinge sind ja schon gelungen aus Sicht der Grünen. Also besonders stolz bin ich, dass die Vorarlberger Grünen das 365-Euro-Ticket durchsetzen konnten, das, glaube ich, großen Zuspruch in der Bevölkerung findet. Aber Regierungsbeteiligung ist natürlich dann noch einmal eine sehr viel größere Möglichkeit, gute Ideen auch in die Tat umzusetzen. Bisher war es meistens so, dass die Grünen ihre Erwartungen vor der Wahl, nach der Wahl nicht bestätigt sahen. Was ist aus Ihrer Sicht ein Grund dafür, dass die Grünen meistens nicht ihre Ziele erreichen konnten bei Wahlen? Na, wir stecken uns immer sehr ambitionierte große Ziele, natürlich. Aber wenn man in der Champions League spielt, dann darf man auch nicht von vornherein sagen, dass man sich mit einem 0:0 zufrieden gibt. Ich bin aber trotzdem stolz, das letzte Jahr hat für die Grünen sehr, sehr viele neue Möglichkeiten gebracht. Es war wahrscheinlich eines der erfolgreichsten der grünen Geschichte. Also wir haben jetzt statt 2 Regierungsmitgliedern haben wir jetzt 8 quer durch Österreich und das eröffnet schon neue Möglichkeiten, Österreich einfach grüner zu gestalten. Und es geht nicht nur um Klimaschutz, um Energie, um Verkehrswende, sondern mittlerweile auch um Sozialpolitik, um Integration, hier einfach neue Wege zu zeigen. In Vorarlberg haben sich die NEOS als sehr stark erwiesen bei der Nationalratswahl. Fürchten Sie aus dieser Richtung eine starke Konkurrenz bei den Landtagswahlen? Also ich muss offen sagen, im Parlament hat sich das Klima deutlich verbessert. Das BZÖ, die immer für viel Populismus und viel Lärm und Lautstärke gesorgt haben, die sind nicht mehr im Parlament. Dafür gibt es die NEOS, die sich in einigen Fragen von uns zwar schon deutlich unterscheiden, also gerade was wirtschaftsliberale Positionen betrifft, in anderen Fragen wiederum eine Unterstützung sehen. Von Ihnen hätte ich mir jetzt in der Bildungsdiskussion mehr auch erwartet. Vielleicht kommt es noch. Sie haben einen großen Vertrauensvorschuss, jedenfalls aus der Bevölkerung, müssen den jetzt einmal erfüllen. Aber meine sozusagen Gegner oder worauf wir uns konzentrieren, ist die Bundesregierung, Österreich nicht im Stillstand zu überlassen und für Menschen einfach Lösungen herbeizuführen und auch Druck zu erzeugen in Bereichen, wo wirklich schon Schmerzpunkte erreicht sind, wie zum Beispiel in der Schule.